Randy, Glückwunsch zum 3:1 Erfolg hier beim SV Meppen. Was war heute der Schlüssel zum Erfolg aus deiner Sicht? Ja, wir wollten einfach von Anfang an gut stehen. Wir wollten eigentlich kein Gegentor kriegen. Die erste Halbzeit hat es gut funktioniert. Dann sind wir glücklich in Führung gegangen mit dem Tor von Mo. Und ja, mit der Führung zur Halbzeit war natürlich, hat uns in die Karten gespielt. Und danach, sage ich, war es ein Riesenspiel von uns. Wir haben die Zweikämpfe angenommen, haben das an den Tag gelegt, was man bringen muss, um hier zu bestehen. Und ja, hier werden viele Punkte liegen lassen. Wir haben die Punkte mitgenommen und das war das Ziel heute. Und deswegen großes Kompliment an die Mannschaft. Wir stehen auf dem Rasen. Der ist nicht ganz einfach. Wie muss man hier spielen? Ja, also hier ist wirklich Wahnsinn. Es hat nicht viel Grünes hier. Trotz allem haben wir die Situation angenommen und haben das perfekt gemeistert. Ja. Wir haben den Kampf angenommen und haben zum richtigen Zeitpunkt dann auch noch die Tore gemacht. Von dem her, ja, perfekt. Schöner Tag. Schöner Tag, du sprichst es an. Wie ist das für dich im Moment? Hast du jemals schon mal deine Entscheidung im Winter zum SV wechseln bereut? Nee, also klar. Es läuft bisher ganz gut, aber jedes Spiel ist anders. Das ist Situation im Moment und wir wollen einfach weitermachen und das Maximale rausholen und gegen Chemnitz einfach weiter punkten. Du sprichst das Weitermachen an. Wie wichtig ist jetzt in einer solchen wieder anstehenden englischen Woche, am Dienstag geht es weiter, du hast es gesagt, in Chemnitz, die Regeneration? Weil letztendlich ist es ja so, heute Nacht kommt ihr wieder, Sonntag ein bisschen Regeneration und Montag geht es schon wieder in den Bus. Ja, wir sind topfit alle. Jetzt heißt es natürlich, gut zu ernähren, viel schlafen, erholen, regenerieren und dann gehen wir dann wieder nach Chemnitz und versuchen da alles rauszuhauen. Ist die Fitness gepaart mit der Kaderbreite, sagen wir mal, auch ein weiterer Schlüssel des Erfolges? Ja, auf jeden Fall. Wir sind alle gesund jetzt momentan. Der Trainer hat es schwer, die Entscheidungen zu treffen. Konkurrenzkampf ist groß und jeder gibt Gas. Von dem her ist es gut für uns, fürs Team, damit der Trainer auch damit das einfacher hat. Letzte Frage, muss ich natürlich jedem Torschützen stellen. Wie viel Spaß macht im Moment der Blick auf die Tabelle? Ja, großen Spaß macht es, wenn ich das sehe, dass wir momentan auf 2 sind. Aber es sind noch ein paar Spiele und wir müssen einfach versuchen, das von Spiel zu Spiel zu denken und dann das Maximale rauszuholen. Und dann schauen wir eigentlich am Ende, schauen wir dann, wo wir stehen. Dabei viel Glück. Dankeschön. Vielen Dank.